Daniel Miller. Alter, hör auf, nicht so laut, der kommt. Das ist ja das. Das ist ja das Ziel. Ich will ja das Foto machen. Der soll ja kommen, fix Alex schnitzeln und dann sind wir weg. Vielleicht müssen wir ein bisschen weiter rein noch in den Gang. Oh, er steigt. Zwei. Tschüss, jetzt werde ich es machen. Wollen wir nicht vielleicht. Ah, die Lampe fackelt! Kruzifix nickt, Kruzifix nickt. Ich bin weg. Wo ist der Ausgang? Edgefield ist ein zweistöckiges Haus mit 6 Schlafzimmern und einem Keller. Ein anderes Scheiße. Team ging vor kurzem in das Gebäude und scheiterte. Es liegt an ihnen, den Job zu beenden. Sie werden geschickt, um so viele Beweise wie möglich zu sammeln, damit ein Geisterentfernungsteam sich darum kümmern kann. Und Ridgeview, ein zweistöckiges Haus mit 4 Schlafzimmern und einem Keller. Wir haben vor kurzem Informationen über eine mögliche Heimsuchung an diesem Ort erhalten. Dieser Geist klingt gefährlich, also seien Sie sehr vorsichtig. Sammeln Sie Beweise. Wenn der Geist hier gefährlich klingt. Und bei dem anderen war schon ein anderes Team, was gescheitert ist. Ich weiß nicht, das ist Pest oder Cholera. Mir ist das egal. Das zweite. Review. Okay. Zweite. Puh. Alle da? Hallo, Sir. Bitte? Gut. Soll ich vorlesen? Oder jemand anders? Ja, ich bin glaube ich mal dran. Okay, dann du. Entdecken Sie, um welche Art von Geist es sich handelt. Machen Sie ein Foto vom Geist. Finden Sie Beweise für ein übernatürliches Ereignis mit einem EMF. Hindern Sie den Geist, Sie heimzusuchen mit einem Kruzifix. Das sind genau dieselben wie vorhin, oder? Ja. Will jemand vor? Ja, ich habe ja dieses Blöd. Ich droppe dann die Kamera irgendwo. Keine Ahnung, wo ist denn dann? Hat jemand einen Schlüssel mit? Ich hab ihn mit, ja. Ah ne, Schlüssel hab ich nicht mitgenommen. Hab ich mitgenommen. Ein vierter Mann wäre gut, der im Van bleibt. Der könnte dann jetzt schon live mitsehen, was ich hier gerade filme. Hat sich jemand gemerkt, wie der Geist heißt? Paul Johnson. Kann mal jemand eine Taschenlampe anmachen? Gar nichts. Ich sehe überhaupt nichts hier. Gar nichts. Warte mal, ich drop mal die Kamera hier. Der kann auch kommen. Kamera steht. Oh, okay. Das Außenlicht. Können wir mal anlassen. Hier geht's auch rauf in die nächste Etage, glaube ich, hinter der Küche. Erstmal groß. Ich höre hier ist was. Ist angegangen, glaube ich. Mal vor. Ich hab... Was Kamera aufstellen. Schlägt aus, stopp. Schlägt aus. Hier im Raum, hier rechts im Raum, schlägt aus. Wie viel? 2. Jetzt ist aus. Waschbecken läuft über. Hat jemand die Kamera mit? Warte mal, hier ist oh, Hab ich bei, aber kannst du mal Licht machen? Licht ist an. Hab. Gut. Also sind wir hier schon mal... Geht's im Keller? Abstellkammer, dieses komische Garage. Das ist ein Piep-Ding, EMF-Gerät, ne? Das ist eben EMF, was du hast, ja. Wenn das irgendwie mal komplett ausschlägt, haben wir auf jeden Fall einen Hinweis. Okay, und was ist das andere? Das Radio?
Heißt Geisterbox, ne? Geisterbox, genau. Tür. Damit kann man die rufen. Abgeschlossen, okay. Ich kann die auch nicht aufmachen. Vielleicht liegt irgendwo ein Schlüssel rum. Ich würde gerne die Kamera in den Gang hinten stellen, dann sehen wir da vielleicht Geisterpartikel. Ich habe ein Glas mit Gurken gefunden. Ist das ein Zeichen? Ich denke nicht. Ich filme mal den Gang hier hinten. Ich glaube, ich bin bei Alex. Ja, ich bin jetzt hinter euch. Bin auch oben. Ich mach mal den Schrank hier auf. Ach so, hast du da unten probiert, die Tür nach außen auch aufzumachen? Keine Ahnung, es gibt gar nichts zu suchen. Hier ist ein Ball. Ich hab mal das Geisterbuch hier unten abgelegt bei dem Waschbecken. Vielleicht ist da Action, er schreibt was rein. Und ich bin mal kurz im Van und beobachte durch die Kamera. Ja, gib uns mal ein Ruhe-Update, bitte. Wir hatten vor einer Minute etwa einen 4er Gesamtaktivitätsausschlag und vor 20 Sekunden einen geringen Einser für 10 Sekunden lang. Aktuell ist alles ruhig. Da ist ja gerade einer im Bad. Hat der schon ins Buch geschrieben? Das habe ich da auf den Boden gelegt. Nee, noch nichts. Ist noch ein bisschen Garage. Ich leg aus, zwei. Oh, ich hab's versteckt weggeschmissen. Scheiße. Noch ganze 15 Sekunden. Und wir hatten gerade 1er Aktivität, jetzt aktuell auch. Eure geistige Gesundheit ist gut. Nichts ausgefallen. Okay, ich beobachte durch die Kamera mit Nachtsicht. Ich glaube, der Funk ist ausgefallen, oder? Ah, okay. Ich bin an der Eingangstür. Die Sicherungen sind draußen. Nur zu wenden und. Der Sicherungskasten ist in einem sehr langen. Ich glaube in der Garage hinten rechts, wenn ihr da reingeht. Ja, bei dir. Ach, ihr seid schon hier, okay. Dann könnt ihr euch selber angucken. Also Fußball kann ich nicht mehr. Gut, die Zeit ist jetzt auch abgelaufen. Ich habe keine Geisterpartikel gesehen gerade. Sonst warte mal, wir haben doch schon Beweis, oder? Haben wir schon einen? Oh, wir schmutziges haben schon was Wasser haben wir. Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit dem EMF-Reader. EMF-Reader. Ah, du sagtest ja, der hat nur einen 2er Ausschlag gehabt. Schade. Aber das heißt ja, trotzdem, es ist ja ein übernatürliches Ereignis, aber es ist kein 5er Ausschlag. Genau. Geister nicht eine. Genau. Also, EMF, Ebene 5. Brauchen wir, dann ist das ein Beweis. Aber hatten wir ja nicht, du hattest ja nur einen 2er Ausschlag, kein 5er. Gut, ich würde zum Sicherungskasten gleich gehen. Weil ich weiß nicht. Guck mal gleich wegen Fingerabdrücke. Könnte einer mitkommen zum Schauen. Ja, der muss ja an den Touch da. Weil ihr seht, wie die Kamera steht. In der Küche und bis in diesen langen Gang rein. Rechts der erste Raum ist dann hier das Bad, wo ich das Buch reingelegt habe, wo das Wasser plätscherte. Und dahinter die Tür geht in die Garage und da müssen wir dann ganz nach hinten rechts zum Elektrokasten, dann können wir das Licht wieder anschalten. Will jemand mitkommen? Schnappe mit. Ja, ich komme mit. Gut, dann stürme ich mal vor. Was soll schon passieren? Haben wir die Fotokamera? Hat die jemand mit?
Hab ich bei. Gut. Weil nicht, dass wir den dann irgendwie sehen und dann können wir kein Foto machen, das wäre Verschwendung. Naja, ist ja gut, Geist. Dann haben wir schon versucht, mit dem kommunizieren. Ich glaube nicht. Weil der Hirte, der hat ja gesagt, wir können mit mehreren mit dem kommunizieren. Ja. Strom ist wieder an. Okay, lass mal zu dem Main Geist. Guck mal, wegen Fingerabdrücke, guck. Haben wir Hochfallung dabei? Das ist Thermometer. Ich glaube, hier ist es nicht. Leute, hier ist es recht kalt. Hier echt? Kalt. Aber wie kalt? 4,2 Grad. Das reicht nicht. Ah ne, ich glaube, das ist draußen. Warte mal, das ist draußen. Oh Gott, eine Kacknung. Hier ist es kalt. Wie kalt? Ja, 4 Grad. Das reicht nicht. 3,1. Schlägt aus. Oh, 5er hatte ich gehabt. Ein 5er? Okay. Okay. Aber 4 Grad reicht nicht, es müssen Minustemperaturen sein. Okay, warte mal, wir bleiben hier, wo das ausgeschlagen hat, Tourist. Wir sind ja hier nah am Ausgang auch. Ich stehe mit dem Kruzifix neben dir, das kann nichts passieren. Und soll ich ein Zeichen rufen? Mein Kruzifix ist gerade weggeworfen. Ich nehme mal das Buch wieder, weil der schreibt da eh nicht rein. Ich kann es wieder aufheben. Hier liegt ein Schlüssel. Ah! Ah, da ist der genommen. Führte, okay. Schlägt aus, 2. Konnte die Tür trotzdem nicht aufmachen. Ich würde halt auch gern durch die Kamera gucken, ob wir Geisterorb sehen eigentlich, wisst ihr? Soll ich in Van gehen kurz? Und ihr habt das hier im Griff? Nein. Ja. Hast du irgendwas hier lassen? Ich gehe unten hin. Ja. Stehe. Badtür, so. Wieso? In den Raum einfach, oder? Weil hier schlägt das Ding im... Nee, ja genau, im Flur. Schlägt das immer aus. Genau, perfekt. Perfekt. Gut, ich bin im Van. Viel Spaß, Leute. Kannst du mit ihm kommunizieren? Ich hab dieses Sprachgerät nicht mit, aber ich... Oh, wir hatten sehr hohe Aktivität vor 40 Sekunden. Richtig, ja, genau. Im 7- bis 8er Bereich war das. EMF-Gerät ist ausgeschlagen, können wir auch dieses EMF ist mit der Nuck. Weiß, EMF, Ebene 5. Ab. Wer schmeißt denn meinen Thermometer hier auf den Boden, welcher Bastard? Das war ich, Schöte, was sicher. Leg das gefälligst ins Regal zurück. Licht flackert links in die Stube. Die Kamera schaut immer noch in den Gang rein, da sehe ich gar nichts gerade. Also nichts Auffälliges. Alex, du musst mal vorgehen, ich bin gut. Sag Bescheid. Ich versuche mit dem Geist zu kommunizieren. Paul Johnson heißt er. Sagt dir nichts? Könnt ihr mich hören, Leute? Hallo, Test, antworten bitte. Ja, wir hören. Habt ihr mich davor nicht gehört? Nein. Da war nämlich auch ein relativ hoher 8er Ausschlag wieder für ein paar Sekunden. Jetzt haben wir aktuell einen ziemlich konstanten Dreier. Muss ja bei uns irgendwo sein. Zu oft, Alter, chill mal. Geh mal vor. Ich habe auf jeden Fall keine Geister-Orbs irgendwo mal gesehen durch die Kamera. Die würde ich fast ausschließen, weil wir hatten dort ja Aktivität, aber keine Orbs.
Haben wir überhaupt noch Bilder übrig, die du machen kannst? Oh, hoher Ausschlag teilweise gerade. Ja, konstant mittelhohe Aktivität. Jetzt ist es wieder runter auf 1. Hört ihr mich wieder? Hallo? Test, Test? Herr Wagner, Herr Wagner. Er spricht mit uns. Er spricht mit euch, okay. Closed. Also haben wir Geisterbox als Beweis. Aktivität ist auch gerade konstant bei 1 bis 0. Ist also gerade nicht so. Ich weiß halt immer nicht, ob die Walkie-Talkies ausgefallen sind, weil hohe Geisteraktivität auch ist. Ah, jetzt geht's also kurze Erklärung, wir haben da eben mit dem Geist gesprochen. Okay. Also er hat uns ein Zeichen gesendet, als ich gesagt habe, ich habe gefragt, wie alt er ist, da hat er uns geschrieben, ein Erwachsener, also gesagt. Und er hat mit die Tür immer auf und zu gemacht. Okay. Er hat immer so, als würde er schüchtern etwas rauskommen. Okay, wir haben also Geisterbox und wir hatten EMF, ne? Ebene 5. Reicht aber noch nicht. Gin, Oni... Der war aber auch sehr nett, muss ich sagen. Gin oder Oni, es kann... Ich schau mal durch. Der war wirklich sehr nett, also ich habe echt keine Angst vor dem. Onis bewegen Objekte mit großer Geschwindigkeit und sind aktiver, wenn Leute in der Nähe sind. Ist ihre Stärke. Ja, das war eindeutig. Der hat erst geredet, wo ich im Batteriewesen bin. Durch ihre hohe Aktivitätsrate sind Onis leichter zu erkennen. Achso, ich habe einen Garagenschlüssel übrigens vorhin aufgesammelt. Das war der. Und was hatten wir noch? Gin? Können wir mal reingucken in das Buch. Ein Gin bewegt sich schneller, wenn sein Opfer weit weg ist. Dem Ort seinen Strom zu entziehen, hindert den Djinn am Nutzen seiner Fähigkeiten. Hätten wir den Strom nicht wieder anmachen sollen. Ich glaube, es ist ein Oni. Die Tür bewegt sich. Ja. Die Tür hat sich gerade bewegt. Ja, die ganze Zeit bewegt sie auf und zu. Na klar. Wie, als würde er mit mir kommunizieren wollen. Also der hat mit mir kommuniziert. Gut. Also wir könnten noch mal reingehen und den mal fragen nochmal. Ich vermute, es ist ein Oni, weil die bewegen Objekte. Geisterkontakt. Wobei Oni sind Verwandte des Dämons. Will man da wirklich nochmal reingehen? Stimmt eigentlich. Weil mit einem Dämon hatten wir schon mal Bekanntschaft. Aber wir könnten uns noch zwei, drei Fragen überlegen, die wir vielleicht stellen. Aber haben wir noch Aufgaben, die wir machen können? Wir können noch ein Foto machen von ihm. Dann lass nochmal rein, Alex, und wir gucken. Soll ich mit reinkommen? Ja, ja. Dann sammeln wir unser Zeug wieder ein. Dann. Was für Zeug? Das Buch liegt auch noch drin. Wenn der uns heimsucht, können wir auch noch mit dem Krucifix mich noch arbeiten. Ein Bild können wir noch machen. Wenn wir das vom Geist machen könnten, wäre das epic. Win. Bitte nur draufdrücken, wenn's... Ja, ich weiß. Ganz schön schwer. Nee, ist kein Vorwurf, ist kein Problem. Ich hol fix mein Buch. Wo ist mein Buch hin? Das lag doch hier im... Vorsicht, da ist er, Vorsicht. Liegt das im Bad wieder? Ja. Warum? Ron Johnson? Schlägt ab 5er. Warte, 5er. Schmeißt den, warte. Ja, 5er. Ja, er schreibt nicht ins Buch. War das Buch nicht, Oni? Dann ist es vielleicht doch ein Djinn, wenn er nicht reinschreibt. Ron Johnson, gib uns ein Zeichen. Oh, Johnson, bist du ein Djinn? Mach mal das Licht aus, ich hab... Der ist... Wie alt bist du? How old are you? He's... Paul Johnson. Paul Johnson. Paul Johnson.
Paul Johnson. Ah, da war er! Habt ihr gesehen? Mach ein Foto von ihm, wenn er kommt. Da ist er! Mit Dax! Er hat mich! Verärgert, dass ich den Namen zu oft getroffen habe. Ja, auf damit, ich darf den nicht so oft sagen, Mann. Ja, Bastard, ey. Okay, Chris, Erfolg, warte, wir bist doch die. Ich hab ein Foto gemacht. Wie einer erwürgt wird. Warte mal, haben wir echt eine. Ihr Trottel, stellt ein, was ist. Ganz schon nah rein. Fabi ist ja wahrscheinlich als Geist gerade neben uns. Ja, und ich möchte euch totschlagen. Ja, was war denn das jetzt? Weiß ich, ist ein Djinn? Ja, also ein Foto sehe ich jetzt auch noch. Es ist ein Djinn, ihr Lappen. Hast du ein Foto gemacht oder hast du einfach nur die Kamera gemacht? Ja, unter Interaktion. Letzte Fotoseite habe ich ein Foto gemacht. Aber ich weiß nicht, man sieht ihn nicht, weil der war dunkel, der war. Okay, was haben wir denn da? Geistebuch hat da nichts geschrieben, aber dort hatten. Wenn ihr das jetzt nicht rauskriegt, ihr Lappen. Ja, genau das denke ich mir. Spiel Uni aus. Nein, Bein aus. Obwohl wir keine Geisterobst gesehen haben, aber bei dem anderen haben wir das Buch hingelegt. Also entweder wir haben die Geisterobst nicht, oder wir haben das Buch. Wertliches Buch. Das hätte man auch einfach auffordern müssen. Das ich weiß es nicht. Stimmt, schreiben das. Ach, ich will da nicht nochmal rein. Danach bin ich zu Hause. Also dann start mal, ich hab jetzt Gin. Keine Ahnung. Oder okay, dann mache ich auch Gin. Noch nicht eingestellt. Okay, kann man? Er wird die Kamera aber mitnehmen können, oder? So. Aufgabe 1 aber erfüllt. Aufgabe 1? Das war, den Geist zu identifizieren. Der Geist war ein Djinn, da steht's ja auch. Ich hab's euch zugerufen durch Scheiße. Die Geisterwelt. Es war kein Uni. Das hat man doch gesehen. Echt? Nee, keine Ahnung. Ich hab den nur ganz kurz gesehen. Nee, aber Gin war mit Geisterorbs und ich hab ja immer nur in den Gang gefilmt mit der Kamera. Aber der war ja in dem Bad richtig drin. Richtig, ich denke mal, in dem Bad hätten wir auch die Orbs gesehen. Das Buch hatte ich am Ende dann ins Bad auch gelegt und vorher hatte ich es auch im Bad liegen und da hat er nicht reingeschrieben. Also war es ein Djinn.